freut mich, dass ihr den Weg wieder hierher gefunden habt. Zum zweiten Block der Widersprüche und Erfahrungen, die wir diskutieren möchten. Dazu möchten wir an die Diskussion von gestern anschließen. Probleme der Methoden und der Herangehensweise, der Parteinahme wie der emanzipatorischen Relevanz von Forschung. In diesem Panel wird die Frage allerdings nicht auf Bewegungen bezogen, sondern auf Forschung zu und mit Erwerbslosen und prekär Beschäftigten. Für diesen Bereich der Sozialstrukturanalyse scheint mir die Objektivierung der Beforschten eindeutiger und die Frage, in wessen Dienst sich Wissenschaft stellt, deutlich klarer als in der Bewegungsforschung, da der Mainstream der Sozialwissenschaften in der Regel die Konzepte zur Legitimation von sozialer Ungleichheit und Armut erarbeitet. Lohnabhängige, prekäre, Erwerbslose werden in der Regel als Objekte beforscht, die kontrolliert, regiert und erzogen werden müssen. Prägnantes Beispiel dafür scheint mir ganz geeignet in dem Zusammenhang die sogenannte Unterschichtdebatte. Sag mal, kann man das irgendwie noch besser aussteuern? Habt ihr das auch, dieses? Stärker halt. Ja. Okay. Die sogenannte Unterschichtdebatte, die vor 6 Jahren ausgelöst wurde durch eine Studie der Friedrich-Ebert-Stiftung, in der von einer wachsenden sogenannten Unterschicht gesprochen wurde. Besonders der dort verwendete Begriff des abgehängten Prekariats geisterte durch die Medien und die Debatte über Armut und Niedriglohn wäre vom damaligen Arbeits- und Sozialminister Franz Müntefering gerne abgewürgt worden. Der hat in dem Zusammenhang erklärt, dass es in Deutschland keine Schichten gebe und dies eine Kategorie weltfremder Soziologen sei. Dass der SPD eine solche Debatte nach 8 Jahren Sozialabbau und Ausbau des Niedriglohnsektors in der Regierung nicht gelegen kam, ist nicht so verwunderlich, aber bemerkenswert an dieser Studie waren auch die Kategorien, die benutzt worden sind. 40% der Bevölkerung wurden in 4 flapsige Kategorien verpackt. Neben dem abgehängten Prekariat wurden die Lager der autoritätshörigen Geringqualifizierten, die selbstgenügsamen Traditionalisten und die bedrohte Arbeitnehmermitte identifiziert. Und diese Benennung einer Unterschicht oder des sogenannten Prekariats geht wissenschaftlich allzu oft mit diffamierenden, stigmatisierenden oder passivierenden Zuschreibungen einher. Ich habe einen Text mir nochmal angeguckt von dem Politikwissenschaftler Tim Spier mit dem vielsagenden Titel »Wen wählt das Prekariat zwischen politischer Apathie und populistischem Protest?« in der er sich über Müntefering's Reaktion wundert, dass er das abwürgen wollte, weil er sagt, dass besonders die Kategorie des abgehängten Prekariats, Zitat, präzise und nahezu ohne jede Wertung dieses Milieu beschreiben würde. Seine wertneutrale Beschreibung des Prekariats geht dann so weiter, Zitat, der tiefen Verunsicherung in den prekären Milieus entspringt ein Bedürfnis nach politischer Klarheit, nach Führung, die die als richtig wahrgenommenen Entscheidungen propagiert und durchsetzt. Schließlich fördern Gefühle der individuellen Unterlegenheit und Schwäche, des Verletztseins und der Ungerechtigkeit immer auch die Suche nach Sündenböcken, die für die eigene Misere verantwortlich gemacht werden können. Zugespitzt könnte man also sagen, dass es nicht nur um eine Entnennung von sozialen Konflikten und Kämpfen geht, sondern auch darum, die Subjekte in diesen Klassenlagen intellektuell und moralisch niederzuhalten, also ihre Subalternität festzuschreiben. Es gibt in dieser Art von Wissenschaft im Grunde keine handelnden Subjekte und keine emanzipatorische bzw. emanzipierende Perspektive. Deswegen freut es mich umso mehr, dass wir 2 Referenten hier haben, die dieses Thema anders bearbeiten. Zum einen Thomas Goes, zum anderen Leif Erik Vogtländer, die beide Ergebnisse ihrer Dissertationen vorstellen werden. Thomas forscht als Doktorand an der Uni Jena über Möglichkeiten von Solidarität und gemeinsamer Mobilisierung von Leiharbeiterinnen, Festbeschäftigten und Betriebsräten und ist wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Uni Göttingen. Und Leif promoviert als RLS-Stipendiat über soziales Engagement von
Erwerbslosen und Armen. Angekündigt war im Programm auch Marion Hamm, die hat leider abgesagt. Deswegen hören wir jetzt zwei Referate mit jeweils einer halben Stunde und dann würde ich Thomas bitten anzufangen. Ja, vielen Dank erstmal für die Einführung. Ich bin ein bisschen peinlich berührt, weil ein paar Sachen von dem Tim Spier, die du vorgelesen hast, gleich auch wieder vorkommen werden. Ich hoffe, ich bin nicht... Bitte? Ich habe es nicht von dir. Aber gut, also werden wir mal schauen, ob ich tatsächlich so anders rangehe. Der Titel meines Vortrags zeigt ja schon, wie Jan gesagt hat, dass es hier eigentlich nicht um Bewegungen geht, sondern um also Leute, die sich bereits wehren oder organisiert haben, sondern mich hat interessiert, wie prekär Beschäftigte, prekarisierte Festbeschäftigte und Leute, die in der betrieblichen Interessenvertretung aktiv sind, wie die eigentlich betriebliche und gesellschaftliche Prekarisierungsprozesse deuten, wie sie die verarbeiten und ob darin Ansatzpunkte für solidarisches Interessenhandeln, gemeinsames Mobilisieren steckt. Das ist die Grundfrage, der ich nachgehen werde und eine zweite Frage, die ich hier auch versuche zumindest anzureißen ist, was, wenn man also sagt, es gibt Potenziale für diese Mobilisierung, was kann eigentlich erklären, dass die in der Regel dennoch ausbleibt? Also was blockiert so etwas vielleicht? Und am Ende des Vortrags möchte ich eher so fragend, thesenförmig das Problem des Verhältnisses zwischen Bevorstimmen und mir als Forscher aufgreifen. Also ich sage das ganz bewusst mit dem Bevorsten, weil in dem Ansatz, ich werde das nebenbei immer so ein bisschen mit erzählen, wie ich es denn gemacht habe, aber in dem Ansatz, wie ich es gemacht habe, geht es eigentlich um klassische Beforschte, also im Unterschied zu dem, was wir gestern hier zum Beispiel gehört haben. Und als ich es gemacht habe, also ich kannte diese ganzen Geschichten über militante Untersuchungen auch schon und hatte darüber nachgedacht, ob ich es auch so machen sollte, ob ich irgendwie da was aufgreifen sollte. Und ich habe mich dann aus verschiedenen Gründen dafür entschieden, das nicht zu tun. Und das sind nicht immer politische oder inhaltliche Gründe, sondern das hat auch was mit sozialem Wohlergehen in der Forschungssituation zu tun. Und darüber würde ich am Ende gerne mit euch sprechen. Als erstes möchte ich gerne etwas über meinen Untersuchungsansatz und den Zugang zu der ganzen Sache sagen. Also ich werde jetzt nicht nochmal darstellen, was ich unter Prekarisierung verstehe. Das können wir vielleicht in der Diskussion machen. Das ist ja so eine Alltagsdiskussion, dass irgendwie alle eine Vorstellung darunter haben. Es geht im engeren Sinne jetzt auch nicht um die Bestimmung von Prekarisierung, deshalb lasse ich es weg. Nochmal, also die Leitfrage, wie ich schon gesagt habe, gibt es also geteilte Solidaritäts- und Mobilisierungspotenziale? Diese ganze Frage macht natürlich nur Sinn, wenn man sich mit der Prekarisierungsforschung auseinandersetzt und sich mal anguckt, was die Leute da eigentlich rausfinden, beziehungsweise theoretisch annehmen und empirisch rausfinden, welche Auswirkungen Prekarisierung denn auf Handlungsfähigkeit hat. So, und ich beziehe mich auf drei prominente Befunde aus der Prekarisierungsdebatte. Die erste lautet, die Prekarisierung der Arbeitsgesellschaft wirkt disziplinierend auf die von ihr direkt betroffenen Prekären, aber auch verunsichernd auf die noch Verschonten. Und jetzt, wenn man die Implikationen sich überlegt, was heißt das eigentlich? Naja, die Leute fügen sich in ihre Ausbeutungsverhältnisse. So, ziemlich prominente Position. Bourdieu in einem ganz kurzen Text hat sogar von einer Disposition der Unterwerfung gesprochen. Zweite Diagnose ist irgendwie mit dieser ersten These verbunden. Durch eine intensivierte Konkurrenz um Lohnarbeit entsteht eigentlich sowas wie eine negative Individualisierung und da ist die Implikation für Interessenhandel natürlich auch klar. Wer konkurriert, schließt sich in der Regel nicht zusammen, sondern bleibt fern von allen möglichen kollektiven Formen von Gegenhandeln. Und eine dritte Diagnose, die ein bisschen differenzierter auszuarbeiten wäre, die ich hier aber sehr zugespitzt vortragen möchte, ist, es gibt eine Attraktivität, die durch die soziale Frage entsteht, eine Attraktivität von Rechtspopulismus.
So. Das ist allerdings, in der Regel wird es nicht als kausales Verhältnis unterstellt, aber es wird irgendwo im Zusammenhang vermutet und daraus die Implikation wäre dann, wenn es überhaupt sowas wie Interessenhandeln gibt, dann auf eine sehr, sehr, sehr eingeschränkte Art und Weise eine exklusive Solidarität der Rechtschaffenden, also auf die man sich dann als solcher rechter Populist beziehen kann. So. Und diese Befunde habe ich als Abgrenzungspunkt genommen für meine Untersuchung, habe gesagt, ja, gut, das verstehe ich erst einmal als eine nachvollziehbare, sowohl aus der theoriepolitischen Interventionshaltung der Wissenschaftler, die sie formulieren, als auch aufgrund der Adressaten dieser Forschung, nämlich in der Regel auch Gewerkschaften, als Niedergangsszenario, Niedergangsperspektive aus Interessenhandeln, wird hervorgehoben, da ist eigentlich nicht viel möglich. Und ich gehe aber davon aus, dass das nicht unbedingt falsch ist, also um Missverständnis aus der Welt zu schaffen gleich von vornherein. Ich glaube nicht, dass diese Diagnosen nicht irgendwie zutreffen. Also auch in meinem Sample, ich gehe gleich auf die Befunde ein, in meinem Sample finde ich natürlich auch disziplinierte Beschäftigte. Ich finde auch rechtspopulistische Verarbeitungsweisen, das ist gar nicht mein Punkt. Mein Punkt ist, dass ich davon ausgehe, dass das eine sehr einseitige Betrachtungsweise der ganzen Geschichte ist. Also, dass man kombiniert mit solchen Verarbeitungsweisen eben möglicherweise auch anderes findet. Und da ist der theoretische Ausgangspunkt einmal, das hat Moritz gestern hier schon angesprochen, das Konzept der Moral Economy von Edward P. Thompson und eine Auseinandersetzung mit einer neogramscianischen Hegemonietheorie. So, ich will das hier nicht vertiefen, aber zumindest andeuten. Ich verstehe halt eine Hegemoniekonstellation als eine Anerkennungsordnung. Anerkennungsordnung soll heißen, wenn Hegemonie auf eine Integration von Bedürfnissen und Interessen basiert, dann geht mit dieser Integration von Bedürfnissen und Interessen auch eine Art von Anerkennung und Rechtfertigung dieser Interessen und Bedürfnisse einher. Das heißt, in der vergangenen Hegemoniekonstellation werden bestimmte Interessen klein gearbeitet eben auch, aber dadurch anerkannt. Und diese Interessen und Bedürfnisse können in Form einer Moral Economy der Subalternen tradiert weiter existieren. So, und als eine Form von Pool, von Set existieren, auf die sich Menschen beziehen, obwohl diese Hegemoniekonstellation so gar nicht mehr existiert. Ja, und meine These kommt ungefähr von daher, dass ich dann also sage, okay, das Alltagsbewusstsein ist nicht kohärent zu begreifen, sondern ungleich entwickelt, ambivalent und so weiter und so fort. Also lasst uns doch mal gucken, wie die Menschen in dem Rückgriff auf diese Moral Economy, auf die neuen Zumutungen von Prekarisierung reagieren. Ja? Also in aller Kürze. Dann ist es natürlich so, wenn man qualitative Forschung macht, dann macht man das ja in der Regel nicht, wenn man ehrlich ist, als weißes Blatt, das das Feld betritt, sondern man hat irgendwelche Fragen und Grundannahmen, die habe ich ja gerade irgendwie dargestellt und ich habe operationalisiert, was ich eigentlich unter Mobilisierungspotenzialen vermute. Also sozusagen theoretisch hergeleitet, welche Aspekte mich besonders interessieren, wenn ich mit Leuten spreche oder Gruppendiskussionen durchführe, in ihren Deutungen. Das habe ich gemacht, indem ich mich mit dem sogenannten Framing-Ansatz aus der Sozialbewegungsforschung auseinandergesetzt habe und dann eben diese, die ihr hinter mir jetzt sehen könnt, diese Dimensionen hergeleitet habe. Also erstens hat mich immer interessiert, welche Probleme, wenn ich mit Beschäftigten spreche, welche sehen sie überhaupt? Es muss ja gar nicht so sein, dass für sie die prekäre Arbeit das große Problem ist, sondern vielleicht was ganz anderes, also eine gewisse Offenheit. Aber empfinden sie darin, gibt es Ungerechtigkeiten, die sie wahrnehmen, im Betrieb oder auf Gesellschaft bezogen? Und die zweite Dimension immer, okay, was machen sie dafür, welche Ursachen machen sie dafür aus, wenn sie also solche Probleme wahrnehmen und Ungerechtigkeiten? Und wer ist dafür verantwortlich? Das dritte ist, gibt es so etwas wie ein Wir und Sie darin? Also gibt es identitäre Grenzziehungen und wie sehen sie aus? Und das vierte ist der Veränderungsglaube und das fünfte die Handlungsorientierung. Das heißt, Veränderungsglaube, halten Menschen es überhaupt für möglich, dass man irgendwas verändert?
Und wenn man also sagen kann, ja, Veränderungen sind möglich, wer ist Akteur der Veränderung, was wird wie gemacht, um etwas zu verändern. Ich finde es wichtig, das aufzuschlüsseln, weil mein Eindruck war, dass das in der soziologischen Debatte immer so gesagt wird, ja, und dann sind die Leute nicht bereit, irgendwas zu tun, aber so eine richtige Aufschlüsselung von, was erwarten wir eigentlich, was darauf Einfluss nimmt, dass Menschen handlungsbereit werden, gibt es nicht. So. Jetzt ist es natürlich so, das sind viele Wenns, ja, wenn man das so aufzählt. Und damit ist eigentlich noch nichts darüber gesagt, ob Leute sich tatsächlich mobilisieren, wenn das sozusagen alles auffindbar ist. Also mit so einem positiven Satz von einem der Nestoren der US-amerikanischen oder frei an den Nestoren der amerikanischen Bewegungsforschung anknüpfen, könnte man ja sagen, kollektive Mobilisierung ist dann am wahrscheinlichsten, wenn subjektive Ungerechtigkeiten wahrgenommen werden, wenn dafür konkrete Instanzen oder Akteure verantwortlich gemacht werden, die auch beeinflussbar gehalten werden, wenn Ansprüche und Bedürfnisse möglicher Akteure sich nicht gegenseitig ausschließen, also wenn sie sich nicht als gegenseitig Spinnefeind betrachten, wenn die Menschen an die Veränderbarkeit glauben und wenn sie sich selbst als mögliche Akteure wahrnehmen. Ja, also so als ein idealtypischer Satz könnte man das formulieren. Aber das sagt ja nichts darüber aus, ob empirisch tatsächlich Menschen, wenn sie all das hätten, also aufweisen würden in ihren Deutungen, dass sie sich tatsächlich mobilisieren würden. Man könnte über Political Opportunity Structures sprechen, man könnte über Mobilisierungskapazitäten von Gewerkschaften sprechen, über viele andere Dinge noch. Das habe ich einfach außen vor gelassen, weil es mir jetzt tatsächlich darum ging, den heuristischen Rahmen einfach deutlich zu machen, mit dem ich arbeite. Also mein Blick auf das Subjekt offen zu legen. Ganz kurz zur Empirie, weil wir ja darüber auch noch diskutieren wollen. Meine Empirie ist sehr relativ schmal, für qualitative Arbeiten vielleicht recht groß. Ich habe 17 Einzelinterviews gemacht und 5 Gruppendiskussionen mit Leiharbeitern, in der Regel Leiharbeitern, Betriebsräten und Festbeschäftigten aus 2 Großhandelsbetrieben. Und dabei die Arbeit drin eigentlich als beforscht im klassischen akademischen Sinn gehabt. Also ich habe eine begrenzte Datenerhebung gemacht, innerhalb von 4-5 Monaten habe ich das Ganze gemacht und bin danach auch nicht wieder in Interaktion getreten. Weder für eine Interpretation der Daten, was man ja hätte machen können, die damit einzubeziehen, noch eine Rückspiegelung bisher der Ergebnisse und von der Methode natürlich überhaupt gar nicht vergleichbar mit dem, was wir hier gestern gehört haben. So, ich würde jetzt gerne die Befunde, also zumindest Hauptbefunde meiner, ich habe nichts rausgefunden, wie man sieht, das ist schlecht, das ist ganz schlecht. Also ich würde gern jetzt ein paar Befunde kurz skizzieren, da hätten jetzt 4 Deutungsmuster, die ich rekonstruiert habe, stehen sollen. Ja, aber das ist es nicht. Das ist es einfach nicht. Wo ist denn jetzt der? Konzentriert euch, genau. Also, nochmal, also die Abgrenzungsbefunde aus der Prekarisierungsforschung sind, es gibt eine Disziplinierung, es gibt eine Individualisierung, es gibt eine gewisse Attraktivität von Rechtspopulismus. Und ich habe in der Interpretation der Einzelinterviews und der Gruppendiskussion, die eine vergleichende Interpretation war, 4 Deutungsmuster rekonstruiert. Und zwar habe ich die, das sind Arbeitstitel und jetzt halte ich fest, die habe ich folgendermaßen genannt. Das ist erstens ein staatsorientierter Sozialpopulismus, wobei ich einen positiven Populismusbegriff habe. Das zweite Deutungsmuster ist ein exklusiver Sozialpopulismus. Das dritte Deutungsmuster ist Hauptsache Arbeit, Unzufriedenheit und Problemreduktion. Und das vierte Deutungsmuster, arrangierte Unzufriedenheit und eingeforderte Unterwerfung. Und jedes dieser Deutungsmuster
lässt sich als eine besondere Kombination von Problemwahrnehmung, Ursachenerklärung, identitären Grenzziehungen, Handlungsorientierung entschlüsseln. So, und jetzt hättet ihr gerade das Ganze nochmal anders aufbereitet sehen sollen, habt ihr nicht. Was schade ist, weil ich jetzt im Folgenden nicht auf jedes einzelne Deutungsmuster aufgrund der knappen Zeit eingehen wollte, um darzustellen, was macht eigentlich jedes einzelne Deutungsmuster aus. Das wäre sehr spannend, aber auch sehr zeitintensiv. Ich möchte jetzt einfach nur einige der prägnanten Befunde darstellen und werde dabei vor allen Dingen auf die ersten beiden von mir genannten Deutungsmuster, staatsorientierter Sozialpopulismus und exklusiver Sozialpopulismus, eingehen, die vor allen Dingen Mobilisierungspotenziale haben, und selektiver auf die anderen beiden Deutungsmuster, Hauptsache Arbeit und arrangierte Unzufriedenheit und eingeforderte Unterwerfung, eingehen. Also, ich habe ein bisschen Halsprobleme. Also, mal kurz was trinken. Mein erster Befund bezieht sich auf die weit verbreitete Disziplinierungsthese. So ist das da, was mache ich, damit das weggeht? Escape einmal. Escape einmal vielleicht, wenn man das. Ja, genau, daneben. Ah ja, okay. Der erste Befund ist, Leiharbeiterinnen und Festbeschäftigte werden diszipliniert, aber gleichzeitig entsteht ein erhebliches Maß an Empörung und Wut und weit verbreitete Ungerechtigkeitsgefühle, wofür sehr wichtige Ursachen weniger die Wahrnehmung von materiellen Ungleichheiten sind. Also wenn man sich mal überlegt, die Leiharbeiter, mit denen ich gesprochen habe, verdienen 8,30 und die Festbeschäftigten verdienen 11,80. Ja? Also muss man dazu sagen, die Festbeschäftigten in meinem Fall leben selbst prekär. Ja? Die arbeiten 40 Stunden und haben netto knapp 1.250 raus für einen Knochenjob. Also es ist der Großhandel, das ist richtig körperliche Arbeit. Ja? Also schwere Kisten schleppen im Akkord und so weiter und so fort. Unter Bedingungen, die, was Interessenpolitik angeht und Rechte, ganz anders aussehen als meinetwegen in einem hochorganisierten IG Metall-Betrieb. Aber die wichtigsten Ursachen sind eigentlich Missachtungserfahrungen. Also das hat was mit Anerkennungsdefiziten zu tun. Das bezieht sich zum einen auf den rein instrumental empfundenen Umgang des Managements mit den Arbeitskräften und im engeren Sinne auch mit repressiven Maßnahmen, also Schikanen, wird natürlich als Schikane empfunden. Also wie lange darf man Pause machen, wie lange darf man rauchen gehen, also die kleinen Dinge, aus denen sich so etwas speist wie eine große Empörung über die Missachtung, Nichtanerkennung als eigenständige, autonome Person. Ja. Das sind Ungerechtigkeitsgefühle, die sich insbesondere bei Sozialpopulisten, also bei diesen ersten beiden Deutungsmustern, feststellen lassen. Bei dem Deutungsmuster arrangierte Unzufriedenheit beispielsweise ist das so nicht nachweisbar. Auch da gibt es diese Unzufriedenheiten über repressive Formen von Management. Aber was auffällt, ist, dass sie damit recht nüchtern umgehen. Und deshalb habe ich das Deutungsmuster auch arrangierte Unzufriedenheit genannt. Also eine nüchterne Unzufriedenheit mit dem, was die Arbeit, also ideologisch verkehrt, also das Management das Kapital tut, aber die Wut richtet sich insbesondere gegen Arbeiterinnen und Arbeiter, Erwerbslose, die sich in ihrer Vorstellung dem Leistungszwang entziehen können. Also ich nenne sie imaginierte Leistungsunwillige. Also es ist in den Interviews haben ja eine Dimension jenseits dessen, was du da verschriftlichst, kriegst du ein Gefühl dafür, wenn du Interviews machst. Und die Empörung tatsächlich steigt immer dann auf, wenn es um diese Leute geht, während bei den anderen so eine nüchterne Unzufriedenheit einfach nur da ist. Das ist der erste Befund. Der zweite Befund lautet, dass
Das sah auf meinem Computer ganz anders aus. Also hat sich nicht so überschnitten. Diese Ungerechtigkeitsgefühle beschränken sich eben nicht nur auf betriebliche Ebene. Was auch sehr weit verbreitet ist, ist eine Deutung, dass die soziale Ungleichheit wächst und der Aufstieg in die Mitte erschwert wird. Und das Interessante daran ist, dass positiv auf so Begriffe wie Klassengesellschaft angesprochen wird, also eine Gesellschaft, die sich stärker in oben und unten teilt. Und das ist insofern interessant, als dass sich alle Beschäftigten, bis auf eine Ausnahme, glaube ich, alle, die ich interviewt habe, als Teil der Mitte verstehen. Ja, also sind alle Teil der Mitte. Aber es wird halt schwer, sich in dieser Mitte zu halten. Also wenn man das in einer Anlehnung an postmarxistische Hegemonietheorie sehe, dann ist das so etwas wie vielleicht der leere Signifikant, ja, auf den sich alle beziehen. Ja, die Mitte als das Erstrebenswerte, in das man möchte. Und von dem man nun aber annimmt, dass es insbesondere schwieriger wird, sich da zu halten. Das wird in der Prekarisierungsforschung auch immer gesagt. Aber was halt auch sehr wichtig ist, das Reden über die Zukunft der Kinder. Ja, also in der Regel sind das ja nicht abstrakte Arbeitskräfte, sondern Menschen mit Familie. Und gerade das Reden über Familie und die Zukunft von Kindern, Geschwistern, Eltern spielt da eine große Rolle. So betriebs- und gesellschaftsbezogene Ungerechtigkeitsgefühle verschränken sich und Betrieb und Gesellschaft werden gleichermaßen als Orte der Ungerechtigkeit wahrgenommen. Und man kann also sagen, dass es so eine Art Verstärkereffekt zwischen beiden gibt. Also der Betrieb ist ungerecht, da geht es ungerecht zu, aber auch die Gesellschaft ist ungerecht und da geht es ungerecht zu. Und man selbst ist immer auf der Verliererseite. Das ist eine weithin geteilte Deutung, also sowohl bei den ersten beiden Deutungsmustern, die ich sozialpopulistisch genannt habe, als auch bei den beiden anderen, Hauptsache Arbeit und arrangierte Unzufriedene. Der dritte Befund lautet, dass diese Wut und Unzufriedenheit gerade nicht adressatenlos sind. Da gibt es eigentlich in der Regel eine stärker personalisierende Zuschreibung. Also es sind ökonomische Eliten, es ist die Profitgier oder es ist die Politik, also bewusst so formuliert, die Politik, die als Verantwortliche dargestellt werden. Und das ist interessant, weil das eigentlich auf eine Wurzel dieser Unzufriedenheit blicken lässt. Es hat nämlich was damit zu tun, dass eigentlich ein sehr positives Verhalten von diesen Eliten verlangt wird. Also bei den ökonomischen Eliten wird eigentlich erwartet, dass sie sich allgemeinwohlorientiert verhalten. Also man kann das so sagen, sie sollen Profit machen, natürlich, aber dabei den kleinen Arbeiter nicht vergessen. Sie sollen auf die Wirtschaftlichkeit des Unternehmens achten, dabei aber sich gerade auch um das Wohlergehen des Arbeiters kümmern, also beides wird identifiziert. Sie sollen Führungsfiguren sein, aber dabei Interessen und Würde des Arbeiters anerkennen. Und an jedem dieser Punkte scheitern nun Vorgesetzte und Manager oder auch schlicht die Reichen in den Augen dieser Sozialpopulisten. Also ich sage das nochmal deutlich jetzt, ich habe wirklich keinen negativen Sozialpopulismusbegriff. Ich benutze den tatsächlich in Anlehnung an so eine nicht wertend. Ja? Also häufig wird ja von Populismus gesprochen, das sei etwas ganz Schlimmes. In diesem Fall rede ich davon, weil es eine Selbstidentifizierung meist als kleines Volk, kleiner leistender Mann oder so gibt. Und ich finde schon, dass man das dann nicht einfach als Arbeiterbewusstsein oder so dechiffrieren kann. Und auch bei der Politik, also den politischen Eliten ist es eigentlich so. Also auch die Politik soll eigentlich Krisenlöserin sein, also sie wird legitimiert als Krisenlöserin, aber scheitert dabei. Und gerade bei den Sozialpopulisten ist es dann so, dass die Frage immer wieder auftaucht, warum ist das so? Und das kennt man vielleicht so ein bisschen aus der linken Debatte. Das ist natürlich so, weil die Politik oder der Staat, das ist eigentlich die Beute der Reichen. Die eignen sich das an, über Bestechung oder was auch immer. Das ist eine eigensinnige Legitimationsproblematik, weil, wenn man das jetzt vergleicht mit den anderen Deutungsmustern, deutlich wird, dass es so selbstverständlich gar nicht ist. Also beispielsweise in den Deutungsmuster arrangierte Unzufriedenheit, da wird auch über die Politik gesprochen,
Während aber bei den Sozialpopulisten, über die ich jetzt gesprochen habe, es ja eigentlich so ist, die Ursache letztlich liegt in den Interessen von ökonomischen Eliten und die eignen sich den Staat irgendwie nur an. Shanghai den Staat, ist die Beute. Es ist bei den arrangierten Unzufriedenen eher so, dass sie sagen, naja, die Politik ist das Problem und die Politik macht was falsch und alles ökonomische Interessen bleiben eigentlich außen vor. Der vierte Befund ist, und ich muss jetzt mich ein bisschen sputen, die Solidargemeinschaft weist zwar Spaltungslinien auf, sie ist aber nicht radikal fragmentiert. Damit meine ich insbesondere, dass es zwar für jeden, der da fest beschäftigt oder als Leiharbeiter beschäftigt ist, klar ist, also es gibt natürlich Unterschiede im Status, in der Position im betrieblichen Arbeitsmarkt, aber daneben tritt so etwas wie ein Selbstverständnis als der kleine Mann, das kleine leistende Volk. Ja, also diese Unterschiede bleiben alle bestehen und es gibt auch Konkurrenzbeziehungen, aber gleichzeitig gibt es so etwas wie diese positive Bezugnahme auf uns als wir hier unten. Ja? Also wenn man sich mit der Geschichte der Arbeiterbewusstseinsforschung auseinandersetzt, dann weiß man, das gab es in den 50ern schon, das ist nicht kein ganz neuer Befund, aber ich finde schon, dass wenn man das sich so vergegenwärtigt, dass es gleichzeitig eine Identifizierung mit einem möglichen Kollektiv gibt, dass das zumindest Ansatzpunkte für eine Vergemeinschaftung auf einer anderen Basis gibt. Wobei man deutlich machen muss, dass gerade auch dieses kleine leistende Volk extrem exklusiv sein kann. Also bei den exklusiven Sozialpopulisten, ich sage nicht, dass das eine extrem dominante Spaltungslinie ist, aber es kommt vor, gibt es immer wieder die Abgrenzung gegen migrantische Arbeiterinnen. Dazu muss man wissen, dass in dem Betrieb, in dem viele von denen arbeiten, rumänische Arbeiterinnen für noch weniger als 8,30 arbeiten, die über einen Werkvertrag in den Betrieb geholt wurden. Ja, also kann man sich so fragen, okay, was ist das jetzt? Also das hat einen realen Gehalt, dass ihre Löhne und Arbeitsverträge unter Druck geraten. Aber diese Spaltungslinie ist da oder bei den arrangierten Unzufriedenen sind diese Spaltungslinien, das habe ich schon erwähnt, angedeutet, vor allen Dingen eben die leistungsunwilligen und imaginierten Leistungsverweigerer, die eben dann auch nicht zum kleinen leistenden Volk gehört. Aber man kann schon mal sagen, wenn man die Sozialpopulisten anschaut, wir haben da eine Gegenüberstellung von den Reichen und der Politik und auf der anderen Seite das kleine leistende Volk. Ja, auch das ist jetzt schlecht. Was jetzt den Veränderungsglauben und das Interessenhandeln angeht, kann man eigentlich schon sagen, es ist jetzt keineswegs so in meinem Sample, dass die Leute nicht glauben, dass Veränderung möglich ist irgendwie oder auch Veränderung notwendig ist. Aber insbesondere dominieren Ohnmachtsgefühle und Pessimismus. Zumindest gilt das für die beiden sozialpopulistischen Deutungsmuster. Auch sehr pessimistische Einschätzungen darüber, was konkrete Handlungsmöglichkeiten im Betrieb angeht. Und das Ganze, das ist spannend, ist kombiniert mit so einer allgemeinen Protestfantasie darüber, was man eigentlich alles tun müsste. Also man müsste den Generalstreik machen, man müsste den ganzen Betrieb lahmlegen, man müsste ganz viele Dinge machen, um überhaupt seine Interessen zu vertreten, aber beides klafft weit auseinander. Also so ein alltagsweltlicher Pessimismus mit einer Fantasie, was man machen müsste. Und das macht irgendwie auch handlungsunfähig, weil die Messlatte natürlich sehr hochgelegt wird. Ja, den Generalstreik organisieren, weil man nicht mal durchsetzen kann, dass man 5 Minuten länger Arbeitspause machen kann, das ist natürlich ein Riesenwiderspruch. Also Zwischenfazit, ja, es gibt, gibt neben demobilisierenden Potenzialen in den Deutungsmustern von Prekarisierten und Prekären auch Potenziale für ein solidarisches Interessenhandeln auf dieser Basis von Sozialpopulismus. Aber insbesondere demobilisierend wirken Ohnmachtsgefühle, weitreichende pessimistische Handlungen oder auch die Vorstellung, das müsste halt die Politik machen, das müsste die Gewerkschaft machen. Was man ja nicht denunzieren muss, sondern als Haltung erst einmal zur Kenntnis nimmt. Das ist auch keine gewerkschaftsfeindliche Haltung beispielsweise. Das habe ich schon gemacht. Aber ein wichtiger Befund, ja, super. Ein wichtiger Befund ist noch Befund 6. In eigentlich allen Interviews, die ich geführt habe und allen Gruppendiskussionen gibt es
Verarbeitungsmechanismen, die ich als Reduzierung oder Relativierung von Problemen bezeichnen würde. Also wenn ich überlege, wie ich mit meinen doch prekären Arbeits- und Lebensverhältnissen umgehe, dann kenne ich das natürlich von mir auch, dass ich Probleme verdränge oder relativiere. Also insofern glaube ich, ein normaler Mechanismus. Aber nicht bei allen Menschen und auch in meinem Sample, nicht bei allen Interviewten und in allen Gruppendiskussionen spielt dieser Mechanismus die gleiche Rolle. Eine besonders große Rolle spielt dieser Mechanismus in dem Deutungsmuster Hauptsache Arbeit. Und ich würde mal sagen, nicht die Funktion, aber die Wirkung ist, dass Ungerechtigkeitsgefühle nicht entstehen, obwohl große Unzufriedenheiten da sind. Ich will das an einem Beispiel illustrieren, das Beispiel Wende nach innen. Also eine Interviewte, ja, ich habe mir die Interviews schon so angeeignet, dass es meine sind. Also eine der Interviewten erlebte infolge des Todes ihres Ehemanns einen ziemlich rasanten sozialen Abstieg. Also die Frau hatte 3 Kinder und landete schließlich als Leiharbeiterin erst in dem einen Großhandelsbetrieb und dann in dem anderen, arbeitete zu sehr niedrigen Löhnen, musste viele der Dinge verkaufen, die sie so in der gemeinsamen Ehe angeschafft hatten. Also wo man von außen sagen kann, das ist aber ein ganz schöner Abstieg. Und sie sagt es selber auch in dem Interview immer wieder, so in Nebensätzen, lässt sie es durchstellen, dass sie das als großen sozialen Abstieg erfährt und dass sie eigentlich auch den Umgang mit sich als Leiharbeiterin in dem Betrieb nicht hinnehmbar findet. Und dann sagt sie aber gleichzeitig immer, dass sie glücklich ist. Sie ist glücklich, ist total glücklich. Also das sagt sie immer wieder. Und so ein vermittelnder Satz ist dann in dem Interview, ich will mir das Leben nicht zur Hölle machen. Das kam auch immer wieder vor. Und ich habe dann gefragt, was meinst du denn eigentlich? Naja, und dann erzählte sie halt, dass wenn sie sich mit all diesen Sachen auseinandersetzen, die sie unzufrieden macht, dann würde sie sich das Leben natürlich zur Hölle machen. Denn verändern kann sie diese Umstände ja sowieso nicht. So. Die Logik wäre also, würde sie sich über diese Dinge wirklich ärgern, was sie stört, dann würde das Leben zur Hölle. Die Lösung ist für sie eine Wende nach innen, was sie auch durch eine Orientierung an Lebens, also an so einer Lebensphilosophie, aus einer japanischen Lebensphilosophie rationalisiert. Nur damit wir uns nicht missverstehen, ich erzähle das nicht, um das zu denunzieren. Ich würde eher sagen, das ist halt eine Form, um handlungsfähig zu bleiben, eine Einschätzung, dass man die Dinge nicht verändern kann. Und es gibt halt so eine Art von restriktiver Handlungsfähigkeit. Aber was dabei außen vor bleibt, ist zumindest die Möglichkeit, Ungerechtigkeitsgefühle zu entwickeln und potenziell sich mit anderen Leuten darüber auseinanderzusetzen. So, jetzt bin ich sehr spät und ich will nur noch die These oder meine Frage zum Umgang oder zum Verhältnis zwischen Forscher und Beforschten in den Raum stellen. Bevor ich hierher gekommen bin, hatte ich folgende starke These formuliert, die ich zurücknehme. Aber ich will sie trotzdem... Aber ich will sie trotzdem mal hinstellen. Also ich hab gedacht, die Distanzierung von Beforschten ist produktiv und hilfreich, nämlich erstens, weil Intimität zwischen Forscherinnen und Beforschten die Radikalität der Diagnose verhindern kann. Ohne Distanzierung droht eine soziale Überforderung sowohl des Forschers als auch der Beforschten. Also ich lasse das zweite mal weg. Das erste ist mir recht, recht wichtig. Bei mir ist es natürlich so... Ja, bitte? Ja, also bei mir ist es ja so, in der Forschungsarbeit, dass in den Interviewsituationen bereits, aber dann auch in einer längeren Auseinandersetzung mit den Interviewtexten, ein sehr intimes Verhältnis einstellt zu den Leuten. Das erste, also schon dadurch, dass sie so freundlich sind, 2-3 Stunden ihrer Freizeit zu opfern, was für die ein großes Problem ist. Also es gibt eine Unterstützung von denen und gleichzeitig habe ich einen kritischen Zugang dazu, indem ich sage, ich setze mich kritisch mit dem Alltagsbewusstsein auseinander und mich interessieren auch beispielsweise autoritäre Dispositionen. Und jetzt habe ich eine Frage, wie geht man denn damit um? Also ich habe zum Beispiel Unangenehmes und schwer Anzusprechendes gefunden. Also ich habe neben sehr positiven Ausführungen von den Interviewen natürlich auch Sachen gehört, ja, Abgrenzung gegen die Sozialschmarotzer, auch antisemitische Formulierungen, den Wunsch nach einer Volksgemeinschaft, das kommt alles vor nach dem starken Staat.
Was mir aus meiner, sowohl aus meiner wissenschaftlichen als auch politischen Haltung natürlich schwerfällt, das anzusprechen. In der Interviewsituation habe ich mich immer zurückgenommen und habe ermuntert und habe aufgefordert zu erzählen. Und jetzt habe ich mich gefragt, ja, was mache ich denn jetzt, also wenn es darum ginge, gestern wurde ja gesagt, es sei schon in den 80ern normal gewesen, mit den Leuten die Sachen zu diskutieren. So, und in einbeziehen nochmal in den Forschungsprozess wäre ja möglicherweise mit Ihnen diese Forschungsergebnisse zu diskutieren. Und als ich dann gestern darüber nachgedacht habe, dann fiel mir das schwer, die Fantasie dafür zu entwickeln, wie das wohl sein kann. Wenn ich mich also mit dem Pseudonym Marc jetzt darüber unterhalte, ob seine Orientierung am Führer und an meinen Kampf, also kommt in einem Interview vor, was denn davon jetzt zu halten ist und wie man damit umgehen soll und was das jetzt für gemeinsame kollektive Praxis bedeutet. Ja, also es ist eine ernst gemeinte Frage, weil als ich das so gelesen hatte, ja, man muss sich irgendwie in den Forschungsprozess einnehmen, da fiel mir vor allen Dingen ein, unabhängig von den Methoden, die man ja auch noch hätte wählen können, bereits bei der Datenerhebung, das mit der Interpretation und der Rückspiegelung der Ergebnisse. Und das fand ich überhaupt nicht einfach und ich entschuldige mich dafür, dass ich, glaube ich, 5 Minuten überzogen habe. Vielen Dank. Wir machen das jetzt wie gestern, also bevor er live spricht, würde ich jetzt eine Sequenz einschieben, wo Fragen, Anmerkungen, Kommentare zu Thomas' Vortrag und den Ergebnissen gemacht werden können. Wenn da jemand möchte, bisher sehe ich Mario. Achso, und wichtig ist, bitte wieder ins Mikro sprechen, damit es bei den Übersetzern ankommt. Dankeschön. Ja, ich fand das gut, dass du nochmal in deinen Interviews versuchst hast, sozusagen Solidaritätspotenziale und Ähnliches abzuklopfen, also die ganze Widersprüchlichkeit in diesen Verhältnissen und in den, du nennst es Deutungsmustern, zu bearbeiten. Und trotzdem frage ich mich, ob man da nicht tatsächlich einen Schritt weiter aus der üblichen Anordnung von Forschung hinausgehen müsste, weil selbst im Rahmen der üblichen Forschung fehlt sowas wie eine Kontrollgruppe. Also wenn wir mit einem linken Anspruch reingehen, es gibt ja Prekäre in allen Bereichen, die was unternehmen, die sich organisieren gar, die andere Dinge tun. Und schon das würde sozusagen doch ein bisschen Hinweise geben können, an welchen Punkten oder unter welchen Bedingungen oder unter welchen Zusammentreffen mit anderen sie denn zu solchen Handlungen dann letztlich bewogen wurden oder sich selber sozusagen dann bewegt haben. Und ein weiterer Schritt, wenn man so eine Gruppe hat, und ich meine jetzt gar nicht sozusagen jetzt ein eigenes Projekt also politisches Projekt zu entwerfen, sondern diese Leute mit den anderen noch nicht in Bewegung befindlichen zusammenzubringen, diskutieren zu lassen. Ohne Zweck erstmal, sondern mal sehen, was sich aus dieser Dynamik ergibt. Und dann musst du nicht sozusagen den Extremfall rausgreifen, das würde ich nämlich auch nicht machen. Also der die Volksgemeinschaft und antisemitisch daherkommt, ist vielleicht dann für so einen Prozess nicht geeignet, aber viele andere doch. Und dann kriegt man andere Ergebnisse raus, glaube ich, als wenn man in der Haltung des, ja, ich muss ja auch irgendwie, ich mache eine Dissertation, also ich kann jetzt auch nicht alles machen und ich habe begrenzte Ressourcen. Klar, das ist ein schwieriger Prozess, wie man da abwägt. Ne? Aber ich glaube, um da aus diesem, aus der Enge sozusagen rauszukommen, muss man gewisse Dinge überschreiten, die durchaus aber normal sind, auch im normalen Forschungsprozess. Danke für den Vortrag, Thomas. Ich habe so mich gefragt, gestern auf unserem Panel war so ein bisschen die positive Vorstellung, die eigentlich uns drei ein Stück weit leitete, die Leute machen ja eigentlich was, sind widerständig. Also Daniel hatte das so genannt, die Leute organisieren sich ja schon auch jenseits von unserer Felsinitiative, die haben Netzwerke, die tauschen sich aus, die beraten sich gegenseitig und begleiten sich eventuell schon. Das verweist ein bisschen auf die Perspektive, mit der du dir oder Leute, ich selber kann das aus meiner Erfahrung in Mieterinnenunterstützung, Mieterinnenkämpfen auch sagen, die Leute kämpfen und machen und tun ohne uns, in Anführungszeichen, vor uns, aber auf andere Arten und Weisen. Jetzt frage ich mich, ob
deine Perspektive und dein Zugang zum Feld Auswirkungen, oder erstmal die Frage, hast du so etwas auch gefunden, gesehen, also Praktiken der Kooperation, wo Spielräume gegenüber dem Management vielleicht auch kollektiv dann erkämpft werden, wurde darüber berichtet, oder hat das was mit deinem Zugang zu tun, der eben über Interviews erfolgt und nicht beispielsweise ethnografische Methoden anwendet, wo dann Praktiken vielleicht auch beobachtet werden, wo nicht verbalisierte, eben nicht gedeutete, nicht einem bestimmten in einen bestimmten Diskurs schon übersetzte kooperative Praktiken sichtbar würden, die ja auch als solidarisches Interessenhandeln begreifbar wären? Weißt du? So. Ja, auch nochmal schönen Dank für den Vortrag. Also ich fand es richtig spannend. Eine Anmerkung zu Mario, ich wäre da skeptisch zum Zusammenkommen ohne Zweck, wenn Leute hinkommen, die sich auskotzen wollen und die unter Umständen ganz konkrete Ideen austauschen wollen, was könnte ich tun, sind also beides Erfahrungen, die ich so gemacht habe. Das kann, wenn nichts angeboten werden kann, also von juristischer Unterstützung bis praktischen Tipps bis Hilfestellung, kann das auch sehr leicht das Gefühl der eigenen Hilflosigkeit verstärken. Würde aber parallel fragen, nicht nach einer Kontrollgruppe, sondern wie sehr du den Hintergrund des Großhandelsbetriebs und der Zusammensetzung der Beschäftigten da einbezogen hast. Wie wichtig ist das? Einmal für die Verschränkung von Erfahrungen aus der betrieblichen Situation und Erfahrungen aus dem Alltagsleben, und wie wichtig ist das für die, so wie es für mich ankam, einmal sehr begrenzten Beziehungen zwischen Stammbeschäftigten und Leiharbeitern plus Beschäftigten aus werkvertragsnehmenden Firmen. Und ja, nee, soweit erstmal. Ich fand es auch sehr spannend und eindrucksvoll. Am Schluss hat mich überrascht, dass du dich von deiner eigenen These, die hast du jetzt ja nicht weiter hier kommentiert und erläutert, zurückgezogen hast. Also was hat dazu geführt, dass du innerhalb von einer Nacht sozusagen sagst, naja, gut, da kann ich jetzt nicht mehr so gut dazu stehen. Also meine eigene Position, ich will es nicht lange erläutern, ist die, man braucht Distanz, um Wissenschaft zu betreiben. Das klingt jetzt sehr plakativ, ich lasse es mal so stehen, aber man braucht zugleich auch Nähe. Man braucht Nähe, um zu verstehen, warum die Personen in ihren Kontexten so handeln, wie sie handeln. Und das kann man nicht aus der Distanz heraus verstehen. Distanz heißt sozusagen, ich betreibe eine Armchair-Reflection oder ich nehme nur indirekt zur Kenntnis, was die denken oder meinen. Ich muss schon ran, ich muss mit denen sprechen für bestimmte Fragestellungen. Aber es ist dann die Kombination zwischen beiden. Aber die Distanz sollte nicht wegbrechen. Ich müsste es fragen, was bringt sie denn, Distanz? Aber ich lasse es mal so als These stehen. Also ich fange mal mit dem Letzten an, was ist in der Nacht passiert? Also in der Nacht ist gar nicht so viel passiert, aber die Diskussion. Also ich habe jetzt gestern nichts Überzeugendes gehört, was meine Position gänzlich, also inhaltlich Überzeugendes, was meine diese These erschüttert hätte. Aber ich muss zugeben, dass ich zwar so von der auf der Ebene von Methodologie eine Position habe, die in diese Richtung geht. Ich fand das auch, was du gestern zum Beispiel vorgetragen hast, weniger kontrovers als andere hier im Raum, um das vorsichtig zu sagen. Aber ich wollte gerne über dieses Problem, dieses Gefühl sprechen. Also ich kann das natürlich alles konzeptionell in den Raum stellen, aber ich muss es dann ja auch tun. Und über dieses Problem wollte ich einfach mal sprechen. Also wie ist das denn, wenn man mit Menschen spricht, deren
Aussagen so ganz unangenehm für einen selbst sind und du musst deine Interpretation zurückspiegeln, die ja nicht gerade schmeichelhaft sind. Und klar, und dann an der Stelle, wenn es um das Nicht-Schmeichelhafte steht, dann geht es natürlich darum, dass ich interpretiere und ich schreibe etwas über andere Leute und die müssen sich dann damit auseinandersetzen. Das ist eine Hierarchisierung und so weiter und so fort. Das fand ich nicht ganz leicht, deshalb habe ich das versucht jetzt mal andersherum zu machen. Anstatt ich begründe, warum ich das richtig finde, wollte ich mal von euch wissen, wie ihr das seht. Das mit dem Betrieb ist eine ziemlich spannende Sache. Also es sind ja zwei Betriebe. Ich weiß nicht, was ihr so über Industrie- und arbeitssoziologische Forschung wisst. In der Regel ist es ja so, wenn Leute sich mit Prekarität, also die bekannteren Studien, die werden alle oder werden häufig in den Industriebetrieben gemacht. Am liebsten in der Automobilindustrie. Und ich behaupte auch, das hat damit zu tun, weil die Feldzugänge einfacher sind. Und wenn man sich jetzt diese Betriebe im Großhandel anschaut, dann hat man eine ganz andere betriebliche Realität. Zwar sagen jetzt heute, also Klaus Dorre, bei dem ich promoviert habe, sah natürlich heute auch, ja, Leiharbeit ist normal in den Wertschöpfungsketten, auch in der Automobilindustrie. Aber im Großhandel ist es eine ganz andere Normalität. Ja? Also das ist wirklich völlig normal, dass da Leiharbeiter arbeiten und viele andere Beschäftigungsformen versucht werden, um Arbeitskosten zu sparen. Und das verbunden mit Managementmethoden, die ich mal so als salopp als repressiv bezeichnen würde. Also schneller arbeiten, Sanktionen, wenn das alles nicht klappt, hire and fire. Und das ist in den beiden Betrieben ein bisschen anders. In dem einen Betrieb, der hat eine Belegschaftsgröße von 500 gehabt bis vor 5 Jahren und hat abgebaut auf 300. Davon 100 Stammbeschäftigte und 200 nicht Normalbeschäftigte. Ja, also muss man sich einfach mal vorstellen, also die Festbeschäftigten machen 100 aus und dann gibt es Werkverträge, dann gibt es Outgesourcedes und dann gibt es eben die Leiharbeiter, die über das ganze Jahr drin sind in dem einen Betrieb. Also einerseits diese Erfahrung von 200 Leute sind nicht mehr da und gleichzeitig eben dieser ganze diese Kombination von Prekären und Festbeschäftigten und dazu eben die Befürchtung, dass der Betrieb vielleicht irgendwann ganz zugemacht wird. Also so die Erfahrung. Das Ganze wurde im Hintergrund auch noch, dass es einmal ein Betrieb war, ein skandinavischer Betrieb, so viel sei verraten, der diese Betriebsideologie hatte. Also wir als Freunde, wir als Kollegen, wir duzen uns alle. Ja? Also ein massiver Umbruch in diesen Geschichten. Und das beeinflusst natürlich die Deutung und die Wahrnehmung. So. Und in einem anderen Betrieb, der ist viel größer, hat ungefähr 1200 Beschäftigte. Auch da gibt es Prekarität, also prekäre Arbeit normal, aber eher in der Dualität. Also die Festbeschäftigten sind zwar auch irgendwie beeinflusst, also Leiharbeit wird aufgebaut, weil es einen Lohnkonflikt im Betrieb gab. Der Betriebsrat wollte Lohnsenkung durch Abgruppierung in den Tarif nicht hinnehmen und seitdem wird massiv Leiharbeit eingesetzt. So, es gibt einen betrieblichen Konflikt vor Ort und die Leiharbeiter kommen dazu, aber sie ersetzen keine anderen. Und klar, das sind dann die Erfahrungshintergründe. Und wenn man das jetzt aufschlüsseln würde nach Betrieb, dann bekäme man da auch nochmal eine leicht andere Befunde. Also nicht die Befunde würden sich ändern, aber du würdest es anders pronunzieren können. Das zu den Alltagspraktiken finde ich extrem spannend. Ja? Und natürlich hat das was damit zu tun, dass ich mich dafür entschieden habe, im Rahmen einer Dissertation, bei der die Empirie jetzt 2 Jahre gedauert hat, das zu machen und nicht was anderes. Das ist der Blick und andere Sachen kriege ich nicht rein. Und eines der Bücher, die ich am faszinierendsten fand, als ich angefangen habe, mich mit den Sachen zu beschäftigen, wie ich nur untersuchen habe, war von Michael Burroy Politics of Production. Also ja, also in einem Betrieb arbeiten und mir anzugucken, was passiert da eigentlich im Betrieb und wie bauen sich Leute in die Arbeitsverhältnisse ein, was machen die Konfliktregulierungsinstitutionen da, welche, klar, wäre total spannend. Und das habe ich nicht gemacht.
Ja. Und ich weiß auch nicht, wie ich das hätte kombinieren können. Also nur mal, um es deutlich zu machen, ich schon allein um Interviewte und Interviewpartner zu bekommen, das war eine Riesenaufgabe, weil ich eben nicht einen Betriebsrat oder einen Arbeitsdirektor anrufen konnte und sagen konnte, ich komme hier von der IG Metall und bitte schick mir doch mal 50 oder 100 Leute. So, sondern die haben das mehr oder weniger freiwillig gemacht und dann kann man auch darüber reflektieren, welches Interesse haben die daran. Ja, also die haben natürlich auch alle ein Interesse daran gehabt, so Interviews zu führen. Aber Alltagspraktiken fände ich total spannend und ich glaube auch, dass das etwas ist, was in der soziologischen Debatte, wenn es um herrschaftssoziologische Fragestellungen komplett fehlt, zumindest in der deutschsprachigen, soweit ich das überblicken kann. Und dann das, was Mario gesagt hat, das finde ich richtig, was du sagst. Also ich glaube, man bekäme interessante Befunde raus. Ich habe ein anderes Buch, also ich habe drei Bücher, die für mich total total wichtig waren am Anfang. Das war einmal von William Gameson, Talking Politics aus der Bewegungsforschung. Das war Cultures of Solidarity von Rick Fantasia oder Rick Fantasia, ich weiß nicht, wie man den Nachnamen ausspricht, amerikanischer Bewegungsforscher und eben Boer Wai. Und der wie sagt man jetzt? Du hattest gesagt Fantasia oder Fantasia? Ja, Fantasia. Auf jeden Fall, der hat sowas in seiner Arbeit gemacht. Cultures of Solidarity ist mit ethnografischen Methoden geschrieben. Der hat, ich weiß nicht, wie er es gemacht hat, aber er hat an drei Arbeitskämpfen teilgenommen. Einmal beschreibt er einen Wildcat-Strike in einem Unternehmen, einmal beschreibt er einen Organizing-Drive und einmal einen Tarifkampf. Ja, und beschreibt darin sogar, wie die Leute sich politisieren und wie sich ihre Bewusstseinsstrukturen verändern. Total spannend und total gute Befunde, aber ich habe mich ja für was anderes entschieden, weil mein Erkenntnisinteresse ging ja aus von der Debatte hier in Deutschland darüber, dass es immer eine Spaltung gibt. Ja, also dass die Prekarisierten oder die Prekären das ja ganz anders wahrnehmen und deuten und als die Festbeschäftigten, dass das alles entsolidarisierend ist. Und mit den begrenzten Mitteln habe ich halt versucht, das zu machen. So, und jetzt kann ich gar nicht inhaltlich sagen, warum ich das so richtig finde im Vergleich zu dem anderen. Das fände ich auch ein total spannendes Forschungsprojekt. Und wenn ich Gelder dafür bekäme, dann würde ich es vielleicht auch tun. Ja, ich meine, man muss ja auch über Produktionsbedingungen von Doktorarbeiten sprechen. Ich habe mein Stipendium bekommen, dann gehe ich ins Doktorandenkolloquium und man sagt mir, Thomas, du bist aber ganz schön spät dran, du hast ja noch gar keinen Feldzugang. Dann versuche ich mir einen Feldzugang zu legen, brauche dafür eine Fragestellung, muss an die Leute rantreten, mit denen ich Interviews machen möchte. Das scheitert, dreimal bricht ein Feldzugang zusammen, endlich kriege ich einen Feldzugang. Das muss dann schnell gehen, weil der Betriebsrat sagt mir, ja, hier kannst du Kontakte haben, musst die Leute anrufen und so weiter, aber das Zeitfenster ist eng. Ja? Also, um ehrlich zu sein, du musst dich ständig entscheiden, wie du es jetzt machst. Und ich habe mich eben so entschieden, wie ich mich entschieden habe. Und ich glaube, man hätte vieles anderes machen können. Und am Ende, also jetzt bei der Auswertung im Schlusskapitel, im Schreiben am Schlusskapitel, fällt mir das natürlich nochmal viel mehr auf als noch am Anfang, was man alles hätte anders machen können und sollen vielleicht. Das war, glaube ich, alles. Ja, ja, das. Dankeschön. Da jetzt auch keine weiteren Meldungen sind, würde ich dann jetzt live bitten. Ja, guten Morgen. Mein Beitrag ist überschrieben mit der Überschrift Parteiische Forschung mit erwerbslosen Fragezeichen. Für eine Politikforschung, die den Anspruch hat, herrschaftskritisch zu sein und solidarisch zu verfahren, stellt das Verhältnis zwischen Forschenden und dem Forschungsgegenstand der Partizipation ein besonderes Problem dar. Nicht allein aus logischen, erkenntnistheoretischen Gründen, sondern auch wegen der erheblichen Gefahr, nicht zur Entwicklung von emanzipatorischer Gegenhegemonie beizutragen, wie man das will, sondern stattdessen unweigerlich Herrschaftswissen zu produzieren. Wenn man nämlich aus einer Position der Überlegenheit auf die Subjekte und ihr Wissen blickt und entsprechend urteilt. Und vor diesem Hintergrund, der ja auch Thema der Veranstaltung ist, bietet es sich an, über die Möglichkeiten einer quasi organischen Einheit zu fragen, nämlich zwischen Forschenden und Beforschten, zwischen Politikwissenschaft und Bewegungspolitik, zwischen dem eigenen gesellschaftlichen Engagement, das ja auch da ist, und der eigenen Dissertation, die ja auch geschrieben werden will.
Ich will umgekehrt nach den Unterscheidungen und Trennungen fragen, zu denen ich mich bei meiner empirischen Arbeit entschieden habe. Ich forsche zu sozialem Engagement unter den gegenwärtigen Bedingungen von Armut in der Bundesrepublik. Einleitend erstmal zu diesem Thema, bevor ich also auf diese Trennlinien eingehe. In Deutschland gibt es über 7 Millionen Menschen, die von Leistungen der Fürsorge leben müssen und zum Beispiel Arbeitslosengeld II oder Sozialhilfeleistungen bekommen. Also Leistungen nach dem SGB II oder nach dem Sozialgesetzbuch 12. Dieser Kreis der Leistungsberechtigten setzt sich aus ganz unterschiedlichen Gruppen zusammen, aus erwerbslosen und erwerbsgeminderten Personen, aus Asylbewerberinnen, aus Erwerbstätigen im Niedriglohnsektor, aus minderjährigen Kindern in armen Haushalten und aus weiteren Gruppen. Wenn es um den sozialen Bereich geht, um die Wohlfahrtspflege und um Arbeitsmarkt und Sozialpolitik, dann wird über Menschen aus diesen Gruppen in der Regel so gesprochen, als seien sie lediglich Betroffene oder Ursachen eines sozialen Problems. Sie werden als Adressaten und Objekte des Sozialen betrachtet. Als Akteure hingegen kommen sie in Massenmedien und Sozialforschung vergleichsweise weniger vor. Aber unter den schwierigen Bedingungen eines Lebens am Existenzminimum versuchen Menschen solidarisch und selbstbestimmt zu handeln und zu arbeiten und sich in gesellschaftliche Angelegenheiten aktiv einzumischen. Ihr soziales Engagement umfasst ganz unterschiedliche Tätigkeiten und Aufgaben. Zum Beispiel in der Sozialberatung und bei der Begleitung anderer, bei Behördengängen als Beistand. Keiner muss allein zum Amt, hat der Kollege von Fels gestern drüber gesprochen. In der Betreuung kranker und behinderter Menschen, in Suppenküchen, Lebensmitteltafeln und sogenannten Umsonstläden, in der Organisation sozialpolitischer Proteste oder im Versuch, Gegenöffentlichkeit zu erzeugen und Betroffene selbst zu Wort kommen zu lassen. Flüchtig betrachtet erscheinen einige der von mir eben genannten Praxisformen als unpolitisch oder entpolitisierend, zum Beispiel die Armenspeisung in der Lebensmitteltafel. Und doch lassen Sie sich alle diese Formen als unterschiedliche Versuche lesen, individuell und kollektiv handlungsfähig zu bleiben, und zwar unter den für Sie unumgänglichen Bedingungen bestimmter gesellschaftlicher Konflikte. Erwerbslose Ehrenamtlerinnen und Ehrenamtler in einer Suppenküche können ebenso wie Mitglieder einer Sozialprotestinitiative die öffentliche Armut der Kommunen als politisches Problem und als Kontext begreifen, auf das sie auf jeweils eigene Weise reagieren. Eine soziale Erwerbslosen- oder Sozialhilfebewegung hat sich in der Bundesrepublik trotz einiger Anläufe dazu bislang nicht etabliert. Es gab jedoch 1998 am Ende der Kohl-Ära und 2004 angesichts der rot-grünen Arbeitsmarktreform 2 Protestwellen, die letzte erinnern sich die meisten von uns wahrscheinlich noch gut, die von Betroffenen getragen oder maßgeblich mitgetragen wurden. Und es gibt eine schwer zu bestimmende Anzahl von sozialpolitischen Gruppen und einige gewerkschaftliche und gewerkschaftsunabhängige Netzwerke, die kontinuierlich arbeiten. Organisationen von Fürsorgeempfängerinnen und Empfängern gelten als im politischen Feld marginalisierte Vertretungen schwacher Interessen. Umso wichtiger ist es, sich die Erfolge ins Bewusstsein zu rufen, die Erwerbslose auch auf Bundesebene sozialpolitisch erzielen konnten. Die Einführung von sogenannten Schulmaterialfonds in vielen Städten im Jahr 2007 geht auf eine Kampagne zurück, die Erwerbslosennetzwerke und Gruppen gegen die niedrigen Leistungen für Kinder durchgeführt haben. Das Bundesverfassungsgericht hat 2010 im Februar entschieden, dass Leistungsberechtigte mit einem ständigen besonderen Bedarf, beispielsweise wegen einer chronischen Krankheit, auch Anspruch auf besondere Leistungen zur Deckung dieses Bedarfs haben, etwa auf nicht verschreibungspflichtige Medikamente für Neurodermitis-Patienten im ALK-2-Bezug. Das ist ein bescheidener, aber nicht unerheblicher Erfolg der Klagewelle Betroffener gegen die Jobcenter, von denen viele durch Erwerbslosengruppen aktiv begleitet und unterstützt wurden. Gleichwohl, Erwerbslose und Arme nehmen an typischen, mehr oder weniger politischen Formen sogenannter bürgerschaftlicher Partizipation, schwieriger Begriff, im Vergleich mit den Mittelschichten in geringerem Umfang teil. Umso leichter für andere, besser organisierte Interessen, sie schlicht zu übergehen in den Konflikten, von deren Ausgang gerade Erwerbslose und Arme empfindlich betroffen sind. Woran liegt das? Wie ließe sich das ändern? Die Forschung zu Partizipation und sozialer Ungleichheit und zu sozialen Bewegungen
hat eine Reihe an Konzepten entwickelt, um die Ohnmacht der Armen und die Unwahrscheinlichkeit von kollektivem Protest zu erklären. Auf die gehe ich jetzt nicht ein. Ich selbst interessiere mich für die entmächtigenden Konsequenzen der sogenannten aktivierenden Arbeitsmarktpolitik, das heißt des Abbaus sozialer Bürgerrechte in den vergangenen Jahren. Oder positiv gewendet, ich interessiere mich für die Möglichkeiten, trotz dieser Entwicklung und gegen den Trend, sich solidarisch zu engagieren. Ich habe dazu 16 Menschen aus karitativen und politischen Projekten im Kern meiner Studie interviewt, die für ihren Lebensunterhalt selbst auf Leistungen der Fürsorge angewiesen sind. Erwerbslose, Aufstockerinnen, Bürgerarbeiterinnen, Sozialhilfebeziehende. Es zeichnet sich während der Auswertung, an der ich sitze, ich präsentiere jetzt keine Ergebnisse, sondern spreche aus der Phase der Auswertung heraus zu euch, es zeichnet sich während der Auswertung bereits deutlich ab, dass soziale Rechte und Stigmatisierung zwei wichtige Themen für die meisten Interviewpartnerinnen und Partner darstellen und der Abbau sozialer Rechte oder soziale Rechte allgemein und Stigmatisierung, dass das von ihnen geteilte und im Gespräch präsente Erfahrungen markieren. Ihre sozialen Rechte werden aus Sicht der Interviewpartner von der Politik tendenziell eingeschränkt und von der Sozialverwaltung immer wieder ignoriert und unabhängig davon von anderen Betroffenen oft nicht richtig wahrgenommen in der Wahrnehmung der Interviewpartnerinnen und Partner. Dieses Thema spielt auch in der Praxis der meisten Interviewpartner eine Rolle, in der Praxis beispielsweise in der Entscheidung, sich sozialrechtlich zu schulen und andere im Konflikt mit der Behörde zu unterstützen. Auch auf die Stigmatisierung als sogenannte Hartz-IV-Empfänger reagieren Menschen, indem sie versuchen, sich individuell und gemeinsam mit anderen gegen Diffamierungen praktisch zu wehren. Beispielsweise, indem sie durch eine groteske Inszenierung von Faulheit im politischen Straßentheater das Stigma lächerlich machen. Aber Solidarität und Abgrenzung, der Kampf um die eigene Würde und der Rückgriff auf stigmatisierende Zuschreibung schließen sich keineswegs aus. In der Regel scheinen sie eher eine widersprüchliche und bizarre Einheit zu bilden. Die Möglichkeiten einer politischen Veränderung schätzt ein Interviewpartner, der sich unter anderem in der Obdachlosen- und Behindertenarbeit der freien Wohlfahrtspflege engagiert, pessimistisch ein. Ich zitiere, da wird sich eh nichts tun, denn die demonstrieren, das sind nur Vereinzelte. Es müsste wirklich eine große Masse sein. Und die große Masse der Hartz-IV-Empfänger zum Beispiel, die kriegen in meinen Augen mitunter zu viel Geld. Was ein Hartz-IV-Empfänger ist, solange der immer wieder Geld kriegt vom Amt, ohne was dafür zu tun, wird er sich hüten, da irgendwas zu machen. Er wird sich auch nicht kümmern, es kommt ja von allein. Und wenn das Amt einfach die Gelder streicht oder irgendwas, was ja auch vorkommt, was macht der Hartz-IV-Empfänger? Dummheiten. Das heißt, er geht klauen oder überfällt die Leute. Viele Hartz-IV-Empfänger wissen nicht, die haben ja nicht nur Pflichten, sagt der gleiche Interviewpartner später, die haben ja auch Rechte. Und die kennen die meisten überhaupt nicht hier. Die kennen zwar ihre Pflichten, aber nicht die Rechte. Es gibt Bücher, wo man reingucken kann. Und so teuer sind manche von den Büchern nicht. Es gibt manchmal auch kleine Prospekte, wo was drinsteht. Aber sowas, das kriegen die Hartz-IV-Empfänger nie. Warum auch? Die könnten sich dann ja beschweren bei der AGE oder sonst wo. Ich war viel mit Ausländern zusammen. Denen habe ich auch geholfen, auf Ämtern und so weiter. Die kennen mitunter die Gesetze von uns besser als unsere eigenen Deutschen. Also ich staune immer wieder, was die alles wissen. Und das ist eben bei uns hier nicht der Fall. Zitat Ende. Über die persönlichen Gründe, sich um einen Eurojob zu bemühen und über verschiedene Aktivitäten seiner Gruppe, seiner politischen Gruppe, meint ein anderer Interviewpartner, der sich in einer Erwerbsloseninitiative engagiert, Zitat, wir haben versucht, Menschen zu begeistern für Sachen, die ihnen selber wichtig sind, wie Mindestlohn. Das heißt, ich gehe nicht einfach nur für einen Euro die Stunde arbeiten, nur damit ich sagen kann, Hauptsache ich habe Arbeit. Und wir haben versucht, auch Leute zu begeistern dafür. Hallo, ich habe meine Rechte und ich setze meine Rechte durch. Begleitschutz ist ein sehr wichtiges Thema. Wir haben den Menschen vermittelt, wenn du Probleme hast mit dem Amt, dann sag uns Bescheid, dann geht jemand mit, dass du nicht alleine dahin gehen musst zum Amt. Alleine kannst du nie jemandem irgendwie nachweisen, dass du dort warst, dass du das und das mit denen besprochen hast. Das sind so einige Beispiele und natürlich auch verschiedene Aktionen, die wir gemacht haben. Später sagt derselbe, ich habe den 1-Euro-Job gemacht, weil ich zeigen wollte, dass ich nicht eben einfach nur jemand bin, der irgendwie draufhaut, sondern dass ich auch jemand bin, der wirklich was arbeiten will. Ich möchte ja was tun. Man bietet mir aber die Möglichkeit nicht. Und dass ich auch Vorwürfen aus dem Weg gehen möchte, so nach dem Motto, der ist ja nur zu faul zum Arbeiten, deswegen demonstriert er. Ist ja nicht an dem. Ich meine, sonst würde ich ja auch nicht ehrenamtliche Arbeit machen.
Ich könnte ja dann im Prinzip genau so, wie man das von vielen ja immer so behauptet, mit meinem fetten Arsch auf dem Sofa sitzen, Chips fressen und Flasche Bier trinken und weiß der Geier was. Aber ich tue ja halt eben auch was. Zitat Ende. Und eine dritte Interviewpartnerin, die sich in einer Erwerbsloseninitiative engagiert, erzählt von einer Begegnung mit Kunden der örtlichen Lebensmitteltafel. Zitat: Wir sind einmal zu den Leuten, die zur Tafel gehen, hingegangen und wollten sie aufklären, was für Rechte sie eigentlich haben und so weiter und so fort. Die wurden ausfallend und bösartig. Ja, wir sind aufs Übelste beschimpft worden. Keine Ahnung warum. Sind sie zu faul, eingerichtet vielleicht, wie jetzt ein Politiker sagen würde? Keine Ahnung. Die gehen ja zur Tafel, die holen sich ihr Essen dort ab und dann nach mir die Sinnflut. Wir wollten sie ansprechen, nicht um gleich eine Beratung zu machen, aber um ihnen überhaupt erstmal zu sagen, was sie überhaupt für Rechte haben. Auch als Hartz-IV-Empfänger. Dass sie sich gegen Bescheide vom Amt zum Beispiel wehren können. Das machen aber viele gar nicht. Viele wissen das gar nicht. Oder viele wollen es auch nicht. Nichts sehen, nichts hören, nichts sagen. Zitat Ende. Das Wissen um die eigenen und gemeinsamen Rechte birgt für viele meiner Gesprächspartnerinnen und Partner eine Lösungsperspektive, aber es führt auch dazu, dass sich die Probleme neu stellen und keineswegs auf einfachere Weise. Und die eigene Würde zu behaupten, schließt nicht aus, auf Bilder vom unwürdigen Armen selbst zurückzugreifen. Der zitierte Aktivist aus der Erwerbsloseninitiative lehnt 1-Euro-Jobs ausdrücklich ab und hat sich zugleich um solche Arbeitsgelegenheiten beworben. Sein Beispiel weist darauf hin, dass ein entschieden politisch geführter Kampf gegen die herrschende Arbeitsmarktpolitik, gegen die entwürdigende Behandlung in den Sozialbehörden und gegen die Verhöhnung im Alltag sprichwörtlich auf allen Ebenen geführt werden kann und beziehungsweise muss. Das schließt die intime, persönliche Ebene der Selbstwertschätzung mit ein. Auch auf dieser persönlichen Ebene werden Kompromisse geschlossen, die man eigentlich nicht vertreten kann und die man nicht eingehen will. Mehrere Interviewpartner kommen darauf zu sprechen und betonen, wie belastend der aufrechte Gang, wie es einer nennt, für sie persönlich ist. Die Bildschlagzeilen vom faulen und dreisten Arbeitslosen argumentativ anzugreifen, das heißt nicht bloß der Gemeinheit praktisch etwas entgegensetzen zu können und vielleicht sogar die Zustimmung und Solidarität von anderen zu erfahren, die sich darüber auch empören, sondern das heißt auch, sich immer wieder gegen eine Meinungsmaschine verteidigen zu müssen, die als übermächtig erfahren wird. Betroffener oder Aktivist zu sein, Verletzbarkeit und Stärke, das schließt sich für viele nicht aus, sondern gehört für sie untrennbar zusammen. Viele sozialpolitisch engagierte Menschen im Hartz-IV-System, mit denen ich diskutiert habe, blicken grundsätzlich skeptisch oder ablehnend auf eine Partizipations- und Bewegungsforschung und mag sie noch so solidarisch daherkommen. Diese Diskussion habe ich vor allen Dingen im Vorfeld der Interviews geführt, und zwar nicht jetzt mit den Interviewpartnern, die es am Schluss geworden sind, sondern mit anderen Personen im Feld. Jemand von den Gesprächspartnern und Partnern brachte sein Desinteresse auf den Punkt an einer solchen Forschung, indem er 2 freundliche Studenten, die die Praxis seiner eigenen Erwerbsloseninitiative gerne erforscht hätten, auf ihre Anfrage hin antwortete: Erforscht euch selbst. Solche Ablehnung hat viele Gründe und ist keineswegs auf diese Gruppe der sozialpolitisch Engagierten beschränkt. Aber sie äußert sich hier in einem besonderen Kontext und gibt über diese Umstände Auskunft. Die Verwundbarkeit, auf die ich aufmerksam machen wollte, spielt dabei offenbar eine wichtige Rolle. Ich kann deswegen den Begriff der Betroffenen nicht einfach aufgeben oder ignorieren. Dieser Begriff stellt sich als Problem. Ich gebe nun einige Einwände von Gesprächspartnern wieder, mit denen ich über meinen Plan für die Studie gesprochen habe und die ich um Interviews oder um Vermittlung gebeten hatte. Einige meinten, sie hätten in ihrer Arbeit schlechte Erfahrungen mit Journalisten gemacht und möchten deshalb grundsätzlich keine Interviews mehr geben. So hatten sich ausgerechnet die Macher der diffamierenden und hetzerischen Sendung Sozialfahnder gnadenlos gerecht, Moritz hatte darüber mal es vorgestellt auf einem anderen Symposium, an ihre Initiative gewendet. Sie suchten nämlich für ihr neues Format Helena Fürst, Anwältin der Armen, Fälle von Behördenwillkür. Andere erinnerten sich an Sozialforscher, die Erwerbslosenprojekte untersucht hatten, und mit den Ergebnissen hätten sie später die Begründung von Beschäftigungsgesellschaften gerechtfertigt, und die wären eher zur Verwaltung und Verwertung von Armut geeignet als zu deren Politisierung. In beiden Fällen versuchten Interviewer, beruflichen Erfolg mit dem Leid anderer zu erzielen und Karriere zu machen. Eine Forschung, die den Erwerbslosen helfen würde, würde nicht sie selbst, sondern im Gegenteil deren Gegner beforschen, meinten meine Gesprächspartnerin. Die Eliten zum Beispiel, die sollten beforscht werden, oder die Bürokratie, aber nicht die Erwerbslosen.
mit meinem Interesse an Handlungsansätzen und Möglichkeiten, gemeinsam erfolgreich Interessen durchzusetzen, stieß ich auf ernste Bedenken. Einige meinten, ihre individuellen und kollektiven Strategien, um sich in den Auseinandersetzungen zu behaupten, könnten durch deren Veröffentlichung wertlos gemacht werden. Der erwartete Nutzen aus der Mitarbeit als Interviewpartnerin ist in der Regel gering, der erwartete Nachteil durch die Veröffentlichung von Erforschungsergebnissen hingegen hoch. Einige fürchten, dass die Arbeitsverwaltung bestimmte Lücken und Nischen im System, die von ihnen noch genutzt werden können, einfach per Geschäftsanweisung schließen könnte, wenn sie darauf aufmerksam wird. Hier schwingt vielleicht die Erfahrung mit dem Profiling der Leistungsberechtigten durch die Jobcenter mit. Je mehr die Behörde über ihre Kunden weiß, über ihre sogenannten Kunden weiß, desto umfangreicher ihre Möglichkeiten, sie zu kontrollieren und sie zu sanktionieren. Eine Anonymisierung der Interviews bietet vor diesem Hintergrund selbstverständlich keinen Schutz. Ein anderer Gesprächspartner fürchtete, eine Fallstudie über seine sozialpolitische Initiative sei deshalb gefährlich, weil durch die Veröffentlichung brisante Interna auch für politische Gegner zugänglich würden und die Initiative dadurch angreifbar würde. In der politischen Auseinandersetzung vor Ort habe sie seine Initiative ohnehin einen schweren Stand. Er lehne es deshalb ab, sich quasi in die Karten schauen zu lassen. Und die Ergebnisse einer prinzipiell offenen, qualitativen Forschung seien aus seiner Sicht auch überhaupt nicht abschätzbar. Er fragt, worauf lassen wir uns da ein? Fragen nach ihrem Alltag werden von vielen als grenzüberschreitend wahrgenommen. Sie würden darüber im Interview nicht gerne sprechen wollen und fühlen sich beim Gedanken daran ausgeforscht. Fragen der Bewältigung alltäglicher Probleme würden Sie höchstens mit Freunden besprechen, die sich in ähnlicher Lage befinden, statt das öffentlich zu machen. Jemand, mit dem ich über einen Leitfadenentwurf sprach, störte sich besonders an einer auffälligen Neutralität und Offenheit der Fragen darin. Er vermisse darin die eindeutige Parteilichkeit auf Seite der Erwerbslosen. Der Leitfaden lese sich wie ein Dokument der Gegenseite, wie ein gegnerisches Schreiben. Aufgrund der Neutralität der Fragen. Liest man diese Einwände vor dem Hintergrund der politischen Themen, zu denen sozialpolitische Initiativen arbeiten, dann entdeckt man unweigerlich Bezüge und Entsprechungen. Die Furcht, als Arme bloßgestellt und durchleuchtet zu werden, während Behörden und Reiche undurchsichtig und unangreifbar blieben. Die vielfältige Ausbeutung von Not und Abhängigkeit. Im Verkehr mit den Behörden, aber auch in den Medien, auf Objekte reduziert zu werden und als Objekte ignoriert zu werden. Die Viktimisierung der Armen als Betroffene. Die Schließung von Handlungsspielräumen und die sich öffnende Reichweite des Zugriffs durch die Behörde mit ihren vielfältigen Sanktionsmöglichkeiten. Forschung von Partizipation heißt hier also, erpuppte sich für mich als eine Tätigkeit, in der ich ein Minenfeld betrete. Bestimmte Fragen an die Möglichkeiten von individueller und kollektiver Handlungsfähigkeit und Widerständigkeit und ein bohrendes Interesse daran verbieten sich im Interesse der Informanten und Informantinnen vor diesem Hintergrund schlicht. Zumal, wenn die Methode, also der Weg zu den Antworten auf die Fragen in der Studie hinreichend transparent gemacht werden soll. Einige weitere Umstände führen dazu, dass es kompliziert ist, zwischen Partizipation und Forschung zu vermitteln, habe ich zumindest so erfahren. Ich begebe mich auf eine Weise in ein Feld von sozialen Initiativen und engagierten Einzelpersonen, in dem ich unweigerlich Außenseiter werde, sobald ich nicht wie alle anderen auch einfach auf die eine oder andere Art engagiert bin. Stattdessen will ich so etwas Besonderes und Ungewöhnliches von den anderen, wie sie beobachten und Interviews mit ihnen führen. Man fällt dann einfach auf, wenn man nicht tut, was alle anderen tun. Oder was man bisher getan hat. Ich bin und war ja selber engagiert. Ein Beispiel, bei einer Demo hat eine Aktivistin einer befreundeten Initiative einmal eine Kollegin aus meiner Initiative gebeten, mich ihr vorzustellen. Und meine Kollegin meinte daraufhin zu ihr, das ist Leif Vogtländer, unser Beobachter. War ich dann einigermaßen perplex. Ich protokolliere meine Beobachtung, zeichne die Interviews aus und sammle so sensible Daten. Manches von dem, was im Interview geäußert wird, ist sehr persönlich. Unter anderen Umständen hätten die Gesprächspartner sich so nicht geäußert. Es wäre ihnen vielleicht sogar peinlich. Ich habe Dinge aufgezeichnet, die auf die Interviewten sehr negativ zurückfallen können. Zum Beispiel rassistische oder sexistische Entgleisungen oder einfach Missgunst gegenüber einem Kollegen. Das bedeutet, ich muss meiner Verantwortung für diese Daten gerecht werden. Und dadurch werden Maßnahmen für den Datenschutz erforderlich. Und das hat wiederum praktische Konsequenzen dafür, wie ungezwungen oder kontrolliert ich mit den Menschen im Feld spreche. Ganz praktisch, nicht einfach theoretisch, sondern ich selbst, der ich diese Datenschutzregeln im Kopf habe. Ja? Spreche plötzlich nicht mehr ungezwungen.
Wer hat mir was unter welchen Bedingungen anvertraut? Wie kann ich über seine oder ihre Position mit anderen politisch sprechen? Man redet über einen Informanten anders als über jemanden, der auf einem Treffen oder bei anderer Gelegenheit seine Meinung geäußert hat. Aber es kann sich dabei im Untersuchungsfeld des sozialen Engagements leicht um ein und dieselbe Person handeln. Als Promotionsstudent lasse ich mich unweigerlich auf bestimmte Produktionsbedingungen von Erforschung der Partizipation ein. Dazu gehört auch, die Aufgabe zu bewältigen, eine handwerklich ordentliche Arbeit mit begrenzten Ressourcen und im Zeitrahmen fertigzustellen. Das heißt, aus meiner persönlichen Sicht als Autor stimmig und reif für eine Verteidigung und Veröffentlichung zu machen. Und diese Sicht, also meine Sicht, kann durchaus im Gegensatz stehen zur Sichtweise meiner Informanten und Informanten, von denen einige ebenfalls sozialwissenschaftliches Urteilsvermögen ausdrücklich beanspruchen. Einige haben eine sozialwissenschaftliche Ausbildung gehabt. Einige Gesprächspartner hatten gute Gründe vorgebracht, bestimmte Änderungen im Forschungsdesign vorzunehmen oder bestimmtes das Interesse zu neu zu justieren oder so, die ich aber unter den Bedingungen, unter denen ich arbeiten, verwerfen musste, einfach weil die Zeit fortgeschritten war. Thomas sagte vorhin auch, Thomas, du bist spät dran. Gute Einwände kamen, als die Hälfte des Zeitplans bereits rum waren. Es war einfach nicht mehr möglich, noch umzustellen. Ich unterscheide mich von anderen im Feld auch dadurch, dass ich mich dort beruflich qualifiziere und einen Bildungsabschluss anstrebe. Die Interviews dienen mir dazu. Sie haben für mich einen privaten und insofern ganz unpolitischen Nutzen. Meine Interviewpartner sollten das wissen und meine Rolle und mein Interesse einschätzen können. Sie werden auf dem Informationsblatt, das Sie vor den Interviews erhalten, darüber auch ganz ausdrücklich informieren. Diese Interviews als eine Art Zusammenarbeit auf Augenhöhe zu behandeln, wäre mir unangenehm. Ich würde nicht sagen, dass es sich dabei um ein Hierarchieverhältnis handelt, das wäre dann überheblich oder falsch. Aber ich habe zumal als Stipendiat bestimmte Privilegien und Möglichkeiten, die meine Informanten zum großen Teil nicht haben. Ein Interviewpartner meinte mal, er brauche das Sozialticket, für das er sich politisch einsetzt, selber nicht, weil er geht eigentlich lieber zu Fuß. Ein anderer beklagt, er kriege für seine soziale Tätigkeit keine Reisekostenerstattung, das begrenze seinen Handlungsspielraum ziemlich. Ich selbst bin zu diesen Interviews angereist mit Intercity und ÖPNV, reise mit dem ICE wieder ab, übernachte eventuell aus praktischen Gründen im Hotel. Aus dem ALG-2-Regelsatz ließe sich das alles nicht finanzieren. Das entgeht den Interviewpartnern nicht. Ich vermeide darüber zu sprechen, aber verleugne es auch nicht. Ein anderes Beispiel. Ich schicke das Transkript eines Interviews aus Gründen des Daten- und Vertrauensschutzes per Einschreiben an die Interviewten. Dafür kriege ich schließlich eine Forschungskostenpauschale als Teil des Stipendiums. Per Einschreiben schicke ich es. Ein Interviewpartner bemerkt anschließend, solch ein Einschreiben sei doch ganz schön teuer. Interviews anzubahnen und zu vereinbaren, habe ich als eine Aufgabe erfahren, die mit viel Diplomatie zu tun hat. Ich will etwas von den Leuten. Die Zeit, die ich mir jeweils für die Verabredung und Vereinbarung nehmen kann, ist begrenzt, die Skepsis meiner Gesprächspartner oft hoch. Gerade die politische Erwerbslosenszene ist zudem heterogen und teilweise gespalten. Wie stelle ich mich also vor? Wie gehe ich mit meiner eigenen Mitgliedschaft in einer Initiative um, wenn ich die Bereitschaft von jemandem gewinnen will, der bestimmte Positionen meiner Initiative vehement ablehnt? Ich halte mich an das Prinzip, meine Mitgliedschaft nicht instrumentell dafür einzusetzen, das Vertrauen möglicher Informanten zu gewinnen. Soll ich im Gegenteil meine Zugehörigkeit und Position verleugnen, um Interviewvereinbarungen nicht wieder zu gefährden? In diesem Kontext beanspruche ich eine Sonderrolle, in der ich mich von anderen, aber auch von mir selbst in meiner Rolle als politisch Engagierter unterscheide und unterscheidbar machen will und muss. Ich unterstreiche diese Rolle, damit andere wissen, woran sie bei mir sind, mit wem sie es zu tun haben, worauf sie sich einlassen. Ich will als Forscher erkennbar sein und muss mich beim Forschen immer wieder zurückziehen können, um die Daten auf eine Weise kontrolliert auszuwerten, die meine Informanten und mein Projekt nicht gefährdet. Gut, das dem gesagt, ziehe ich jetzt nochmal abschließend grob an einige wichtige Konsequenzen. Resümierend. Einige Gesprächspartner erheben an Partizipationsforschung ausdrücklich den, oder an Erforschung von Partizipation, sage ich besser, ausdrücklich den Anspruch, eine strikte Demokratisierungswissenschaft zu sein. Sie soll parteiisch sein, ein emanzipatorisches Ziel verfolgen und einen bestimmten Nutzen für die Gruppe selbst liefern, deren Praxis untersucht wird. Das sind nicht nur Gesprächspartner jetzt hier im Seminar oder in der Konferenz, sondern eben auch im Feld. Gatekeeper, mögliche Interviewpartnerinnen und Partner. Die wollen Demokratisierungswissenschaft. Diese Wissenschaft soll dem Herrschaftswissen ein widerständiges Wissen entgegensetzen, zum Aufbau von Gegenhegemonie einen Beitrag leisten. Sie soll auf ihrer Seite, auf der Seite der Informantinnen und Informanten an ihren Kämpfen teilnehmen. Gut,
Aber wie angesichts der genannten Schwierigkeiten, Gefahren und gebotenen Trennlinien? Folgende Konsequenzen habe ich gezogen. Die Maßnahmen des Daten- und Vertrauensschutzes sind ganz besonders wichtig. Die Interviewpartner müssen die Kontrolle über ihre Daten behalten und bis zur Abgabe der Arbeit die Möglichkeit... Das war kein falsches Versprechen, das war einfach ein Versprechen. Die Interviewpartner müssen die Kontrolle über ihre Daten behalten und bis zur Abgabe der Arbeit die Möglichkeit haben, ihre Interviews auch nachträglich zurückzuziehen, also bis das Ding veröffentlicht ist. Dazu dient ein Informationsblatt für die Interviewpartnerinnen und die anschließende Zusendung von Mitschnitten und Transkripten. Als Forscher muss ich für die Beforschten erkennbar und unterscheidbar sein, gerade in der teilnehmenden Beobachtung, zum Beispiel bei Gruppentreffen. Es ist unerlässlich, dass alle Anwesenden grundsätzlich verstehen, wer ich bin und warum ich mit ihnen spreche. Ich stelle keine Fragen, durch die ich die Interviewpartner als sogenannte Betroffene ansprechen würde, obwohl ich selber diesen Begriff nicht aufgeben kann. Aber ich spreche sie nicht als Betroffene an. Stattdessen richte ich meine Fragen an sie als Engagierte, als Experten ihres eigenen Engagements und ihres politischen und sozialen Umfeldes und organisatorischen Umfeldes. Gerade bei den Themen der Handlungsstrategien und Taktiken halte ich mich vorsichtig zurück und gehe dabei eben nicht ins Detail. Der Fokus liegt stattdessen auf den objektiven Umständen, den Bedingungen und Hindernissen, die selbstbestimmten Handeln eben nicht verfügbar sind. Ein gewisser Objektivismus ist damit angelegt, aber ich denke aus triftigem Grund. Mit meinen Mitteln, die ich als Sozialforscher habe, über die entmächtigenden Bedingungen aufzuklären, ist der wesentliche Beitrag, durch den ich mit meinen Interviewpartnern, die mir darüber Auskunft gegeben haben, parteiisch und solidarisch sein kann. Danke.